Mein Name ist Ela und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner Papierwerkstatt. Heute möchte ich euch gerne eine Tippikarte zeigen. Die habe ich hier speziell zu Weihnachten gebastelt. Die kann man so aufstellen und ja, macht sich sehr schön als Dekoration. Wenn man eine Karte verschickt, meistens landen sie wieder in dem Umschlag oder werden an die Pinnwand geheftet. Und diese Karte kann man dann ganz einfach zusammenfügen und sich irgendwo hinstellen. Finde ich eine tolle Idee. Ist ein Hingucker und ja, macht Spaß, auch die zu basteln. Sie ist auch für Anfänger geeignet, da sie ziemlich einfach zu fertigen ist. Und ja, dann habe ich hier noch ein anderes Beispiel. Das habe ich hier so in Gold gehalten. Diese Karten habe ich mit Magneten ausgestattet. Einmal ist hier ein Magnet und dann an der gegenüberliegenden Seite ist hier der Magnet, damit man die halt so zusammenstecken kann. Wenn man sie zusammengefaltet hat, passen die auch in einen ganz handelsüblichen A6-Umschlag und ja, man kann ihn ganz normal verschicken. Hier ist noch mal ein anderes Beispiel. Dieses Tipi habe ich aus einem Designblock Papier vom Action gemacht, habe dann auch hier diese Motive ausgeschnitten, einfach nur und dann auf das Designpapier geklebt. Eine einfache Variante, sieht aber trotzdem sehr schön aus. Auch hier, wenn man sie zusammenklappt, passt sie in einen ganz normalen Umschlag. Hier dieses habe ich auch. Das ist auch wieder nur ausgeschnitten aus dem Block. Und ja, die Karte kann man dann innen auch beschreiben. Man kann auch hingehen und hier noch ein extra weißes Feld hinkleben. Aber ich denke mal, es reicht, wenn man das innen beschriftet. Ja, dann möchte ich euch auch gerne dann jetzt zeigen, was wir dafür alles brauchen. Unter anderem brauchen wir ein Falz- und Schneidebrett. Wir brauchen ein Falzbein, ein Cuttermesser, ein Lineal, Bleistift, Schere, Radiergummi, eventuell hier so ein Kleberradiergummi, ein Stempelkissen hier in grün, weil ich die Seiten noch mattieren werde, verblenden werde. Und dann das Material für die Karte sind auch nur wenige Teile. Das ist einmal sind drei weiße, beziehungsweise ihr könnt auch schwarz oder jede Farbe, die ihr halt haben möchtet. Das ist also Unikarton, 3x in 11x11 cm. Also drei Stück habe ich schon zurechtgeschnitten, damit sich das Video nicht so lange zieht. Und wer meine Videos schon gesehen hat, der weiß, dass ich das immer alles so weit vorbereite, dass wir halt nicht so viel jetzt gemeinsam machen müssen. Dann dazu brauchen wir noch ein Designpapier in 10,5 mal 10,5 cm. Hier nochmal eine andere Farbe. Auch Designpapier. Auch 10,5 mal 10,5. Und dann brauchen wir noch zwei Designpapiere. Das sind die gleichen Muster, die ich hier auch benutze. In 4,2 mal 4,2 cm. Das ist einmal dieses grüne
und einmal das mit den Kügelchen, das weiß gemusterte. Ja, dann brauchen wir für diese Karte noch Schleifenband. Hier habe ich die Schleife schon mal vorbereitet. Zwei kleine Magnete. Ja, da seht ihr sie. Die sind hier so übereinander gehabt. Das sind aber im Prinzip zwei. Dann habe ich hier noch so ein Klebedot für die Schleife. Kann man erkennen? Ja. Den benutze ich, um die Schleife zu fixieren. Man kann es auch mit dem Kleber machen. Ich mache es hier mit dem Klebedot. Das geht relativ einfach. Dann für diese Karte hatte ich mich entschieden. Ich habe so Weihnachtssterne ausgestanzt. Habe die auch zusammengefügt schon. Da habe ich so 2 bis 3 gemacht. Hier nochmal ein Schriftzug ausgestanzt vor Weihnachten. Und eventuell werde ich dafür Perlen noch benutzen. Und ich habe mir hier noch ausgestanzt so 2 so Weihnachtskügelchen in Gold und Rot in Glitzer. Und das ist meine Dekoration für diese Karte. Ja, dann fangen wir mal an. Also wie gesagt, wir brauchen hier 3 mal 11 mal 11 cm. Diese müssen wir falzen, jeweils einmal diagonal und da nach da. In der Mitte einmal falzen jeweils. Ich schiebe das mal zur Seite. Dafür muss ich mir mein Messer rauslegen. So. Dann legt ihr jetzt das Quadrat so hin, dass die Spitze oben und unten genau in dieser Führungsschiene zeigt. Und falzt das einmal mit dem Falzbein runter. Das nächste genauso. Und dann das dritte auch. Lege ich das eben kurz zur Seite. Diese Teile müssen wir jetzt in der Mitte falzen. Umso ordentlicher man das an der Spitze gefalzt bekommt, umso ordentlicher wird dann auch die Spitze des Tipis bzw. der Pyramide. So, dann haben wir 3 Teile. Diese 3 Teile, die fügen wir jetzt zueinander. Dafür gehe ich hin und nehme das rechte Teil, lege das auf das linke Teil und führe die Spitzen aneinander und die Kante bis zur Falz. Hier bleibt ein kleines Stück über. Das macht nichts. Das merken wir uns jetzt. Dann, denn da packen wir den Kleber hin. So, sorry, wir wurden leider einmal unterbrochen. Mein Hund hat sich mal wieder gemeldet. Ja, wie gesagt, dieses Teil kleben wir jetzt auf das andere Teil drauf. Dafür müssen wir aber achten, dass wir nicht hier drauf kleben, sondern nur hinter diesem Dreieck, also ungefähr merken, wo der Kleber hin muss, und dann einmal den Kleber verteilen. Hier wichtig ist, dass der hier in der Spitze ganz gut Kleber bekommt. Und
Das Teil lege ich jetzt hier wieder vorsichtig an, dass es an der Falzlinie ist und gleichzeitig aber oben Spitze an Spitze. Wenn jetzt einmal festgeklebt, richtig angedrückt werden. So. Und jetzt kommt das dritte Teil. Das kommt dann hier gegen. Auch wieder oben drauf kleben. Falz an Falz oder Falz an Kante. Und dann wieder merken, jetzt habt ihr jetzt hier diese Kante schon. Dann könnt ihr euch das da einfacher merken, wie weit der Kleber gehen darf. Und ihr seht schon, diese Karte ist wirklich gut für Anfänger geeignet, obwohl die so kompliziert aussieht, was sie aber gar nicht ist. So, das ist dann das Grundgerüst. Hier noch mal schön andrücken. Und wenn das dann zusammengeklappt wird, ist im Prinzip das Tipi schon fertig. So. Jetzt möchte ich ja hier Magnete benutzen. Dafür mache ich mir jetzt hier an dieser Kante eine kleine Markierung. So ungefähr hier. Nicht so, so eine Spitze von dem Bleistift von der Kante entfernt. Das ist dann genug, um hier noch Kleber aufzubringen, weil ich verstecke den Magneten verstecke ich unter dem Designerpapier. Und dann gehe ich jetzt hier mit der Spitze, das habt ihr jetzt gerade gesehen, so ungefähr, einmal hier hinter und mache hier auch nochmal eine Markierung. Muss nur grob sein, weil ich jetzt mit meinem doppelseitigen Kleber einfach nur zwei kleine Stellen über diesem Bleistiftgekritzel hier einmal Kleber hingepackt habe. Jetzt suche ich mir die Magneten. Ziehe die hier so auseinander. Das sind jetzt zwei Magnete. Den einen lege ich hier oben drauf. Natürlich da, wo der Kleber ist. So. Der haftet dann schon mal fest. Und den anderen lasse ich jetzt einfach hier fallen. Das ist nämlich dann jetzt der Gegenpol. Und dann gehe ich hin und drücke die Karte nochmal so zusammen. Und drücke das einmal fest. So, ziehe das ab. Und dann ist der Magnet auf der anderen Seite da, wo wir den Kleber auch hingepackt haben. Und das wäre das erstmal das Grundgerüst. Das legen wir jetzt kurz zur Seite. Jetzt brauchen wir die Designpapiere. Das ist jetzt einmal das in Weiß mit roten Kügelchen und Tannenzweigen in 10,5 x 10,5. Das schneide ich jetzt einmal diagonal durch, so wie wir das andere gerade, die weißen gerade, gefalzt haben, schneiden wir die jetzt einmal durch. Und auch wieder Spitze, Spitze genau in der Nut und dann einfach durchschneiden. Das mache ich jetzt mit dem Grün. Das ist auch 10,5 x 10,5. Das machen wir jetzt auch nochmal. Hier auch. Spitze. Und das ist auch. Das legen wir zur Seite. Dann haben wir noch die zwei kleinen. 4,2 x 4,2. Das ist einmal das Weiß, einmal wieder Grün. Die müssen wir auch einmal diagonal in der Mitte schneiden. Davon brauchen wir jeweils nur einen. Die anderen können wir dann zur Seite legen, für eine andere Karte noch benutzen. Oder
ja, für was anderes verwerten. Einmal lege ich es zu meinem Stab und einmal zur Seite. Und das genauso diagonal schneiden. Hier auf meinen Stapel, eins zur Seite. Jetzt können wir nämlich das Schneidebrett schon mal wegnehmen und nehmen noch mal die Karte zur Hand. So, jetzt müssen wir uns überlegen, welche Seite wir vorne haben möchten, weil es gibt ja immer eine Schauseite. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man dann einfach nur so ein ohne Muster ein Papier hat. Oder jetzt so wie dieses hier, hatte ich mich dafür entschieden, dieses mit dem Kügelchen, das würde ich gerne vorne haben und das würde ich dann jetzt hier hin machen. Also da kommt das Grüne hin, hier kommt dann das Weiße hin und das klebe ich mir schon mal auf. Auch hier ist es gut, wenn man die Spitzen gut zufüllt und dann drauflegen. Bei dieser Karte habe ich auch wieder das Designpapier ja etwas kleiner gemacht. Ups, jetzt ist es verrutscht. Damit ich hier einen schönen gleichmäßigen Rand zu dem Untergrund habe. Gleich bei dem Grünen seht ihr das besser. Hier bei dem Grün habe ich aber so eine weiße Kante. Da gehe ich jetzt hin und verblende das mit dem grünen Stempelkissen einfach, damit das nicht so doll zu sehen ist. Das kann man auch mit einem ganz normalen Buntstift, Bleistift, Filzstift machen, wenn man kein Stempelkissen hat. Aber am einfachsten ist es halt mit dem Stempelkissen. Und dafür benutze ich dann auch immer meine alten, die noch ein bisschen Farbe haben. Und das sieht man, das ist schon ein bisschen angekratzt. Und, aber das zum Verblenden ist das optimal. Okay. Das legen wir jetzt hier hin. Hier achten wir darauf, dass wir genug Kleber hier so ein bisschen um den Magneten haben und wieder Kleber schön in den Ecken und auch wieder drauf kleben. Wieder darauf achten, dass der Rand gleichmäßig ist. So, ein bisschen fester andrücken um den Magneten rum. Und jetzt seht ihr, es ist ein gleichmäßiger Rand. Und jetzt kommt das nächste. Das Grün kommt jetzt hier hin. Wer kein Falz- und Schneidebrett hat, der kann auch das ein Cuttermesser nehmen und ein Lineal. Das geht auch ganz einfach oder Schere. Muss nicht immer Falzbrett sein. Ist natürlich nachher einfacher. So. Es geht auch einfach nur mit Cuttermesser, Schere oder Lineal. So. Hier gehe ich auch wieder hin und mache noch ein bisschen zusätzlich Kleber drauf. Schau mir wieder die Ecken genau an. Das ist auch umso ordentlicher man arbeitet, umso schöner sieht ja auch nachher die Karte aus. So, jetzt ist im Prinzip, achso, unsere eine Ecke noch, die kleine Ecke. Man kann auch hingehen und aus dem gleichen
diese Ecke machen. Ich finde es halt schöner, wenn die andersfarbig ist. So. Das ist im Prinzip magnethaft, auch trotz Designpapier. Ist nicht zu sehen. Und im Prinzip ist die Karte soweit fertig. Jetzt brauchen wir sie nur noch verzieren. Dafür hatte ich mir hier so ein Schleifchen gesucht. Den Klebedot lege ich schon mal zur Seite. Und ich wieder Kleber an den Fingern. Und ich hatte mir mit der Big Shot und meinen Stanzen hier schon mal so Weihnachtssterne ausgestanzt und übereinander geklebt. Hier eins ohne Blätter und dann ja diese Weihnachtskugeln. Die habe ich auch versehen mit Schleife. Und jetzt mal schauen, wo ich die jetzt hinklebe. Das ist jetzt hier mein Vorderstück. Jetzt müssen wir nur achten, wenn ihr die Karte zusammenklappt. So. So kommt die ja dann in den Umschlag rein. Dann dürfen wir auf dieser Seite ruhig was überstehen haben, so wie hier. Aber das darf hier nicht angeklebt werden. Deswegen positioniert jetzt erstmal die Teile, wie ihr die haben wollt. So zum Beispiel. Erstmal einmal positionieren hier. So wenig wie möglich überkleben. Hier darf ruhig was überstehen, aber das darf nicht geklebt werden. So, jetzt schaue ich mal, kriege ich das? Ja, würde es gerne so ein bisschen rein bringen in die Blüte und hier vielleicht auch noch eine Blüte. Mal schauen, wenn ich jetzt hier noch eine hinmache, ist mir das zu viel? Ja, das ist mir zu viel, das lasse ich weg. Und hier bringe ich noch das Schleifchen an. Benutze ich jetzt diese Schleife auch noch? Nein. Ich kann auch hingehen und hier nachher noch eine Schleife drauflegen. Aber ich glaube, mir reicht das so. Jetzt gehe ich hin und klebe mir erstmal diesen Stern auf. Und dann müsst ihr schauen. Diese Seite kommt jetzt nach hier, also nur diese Seite hinten ankleben. So, und alles, was jetzt drüber steht, darf nicht angeklebt werden. Schiebe ich hier diesen Weihnachtsgruß hier noch ein bisschen mit drunter. Bisschen schräg auch. So. Und diesen Weihnachtsstern klebe ich jetzt auch hier oben an. Ich muss aber auch gucken, dass die Blätter hier nicht festgeklebt werden. Also nur dieses Teil ankleben. Na? Diese Seite. Dann schauen wir jetzt mal. Ja. Hier ist jetzt noch ein bisschen Kleber. Habe ich dann doch zu viel Kleber drauf gemacht? So sieht es dann aus. Jetzt würde ich gerne noch, oder klebe ich das hier hin und mache das Schleifchen doch hier unten hin. Nein, ich lasse es komplett weg. Aber ich würde doch gerne diese Kügelchen auf die linke Seite bringen. So ein bisschen auch wieder über dieses Schleifchen da. So. Das sieht doch toll aus. Gefällt mir sehr gut. Wer will, kann jetzt hier hinten auch noch was anbringen.
Aber ich finde, es reicht, wenn eine Seite das Schaustück ist und die anderen halt nur so gemustert. So, und dann kann die Karte zusammengeklappt werden und dann in den normalen Briefumschlag. Innen drin kann man schreiben und zum Aufstellen wird sie wieder zusammengeklappt. So. Den Tipp gebe ich euch gerne noch, wenn ihr diese Karte verschickt und die Leute eure super Sachen noch nie gesehen haben, dann gebt doch ein kleines Zettelchen mit dabei. Zum Beispiel eine Anleitung fürs Zusammenfalten. Kommt immer gut an, ist auch ganz witzig und ja, im Prinzip freut sich jeder über so eine Karte. Ja, dann wären wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte auch mal Anfänger dazu bringen, sich an so eine Karte zu wagen. Und viel Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns bei der nächsten Karte.